Liebe Frau, hier ist euer Steinwallen. Triumph und Trübnis liegen manchmal ganz nah beieinander, so auch bei unserem Großkönig Ludwig hier. Denn nachdem das erreicht war, woran er sein ganzes Leben als Großkönig gearbeitet hat, was ihm sein Vater aufgetragen hat, nachdem das erreicht war, ja, ist er in ein tiefes Loch gefallen. Kennt ihr vielleicht auch so eine Situation, man freut sich wahnsinnig auf ein Ereignis, dann ist das auch sehr schön, aber hinterher ist alles plötzlich ganz trübsinnig und so geht es ihm möglicherweise auch, bloß in einer ganz anderen Dimension, wenn ich an das Erreichte denke. Nun gut, was macht er daraus? Ja, er wird jetzt nicht mehr an Festmählern teilnehmen, er hat auch keine anderen weiteren Ambitionen, aber natürlich müssen die Bauern besiegt werden, das ist klar. Wir werden uns wie gewohnt orientieren an der größten Bauernarmee und werden dort unsere Truppen ausheben. Das werden die Krieger von Perun sein, der Kriegerorden, den wir dort zu Hilfe rufen werden. Ja, da ordnen wir dann auch wieder den Ordensritter, der uns hier so lange begleitet hat, den Ordensmeister zu. Ist er nochmal besser geworden oder gibt es einen neuen? Ich sehe nur, wo ist er hin? Oder ist er wieder schlechter geworden? Der war zuletzt bei Stärke 15. Jetzt ist er wieder hier bei 10. Oder ist es ein anderer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nun gut, wir werden damit klarkommen müssen. Okay, und die anderen Truppen holen wir dann dort, nämlich das gewohnte Kriegsvolk. So, wir werden erstmal mit den 11.000 vielleicht nur diese 3.000 angreifen und warten hier noch auf unsere Verbündeten. Ganz so schnell sollten wir nicht voranschreiten. Oh, die kommen dort auch noch. Das ist natürlich jetzt schlecht gelaufen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, können wir das hier noch kurz, können wir noch fliehen? Ja, wir können noch rechtzeitig fliehen. Ah, die sind clever. Ich dachte, die belagern weiter, aber die nutzen natürlich auch die Chancen, die sich ihnen bieten. Aber das wird jetzt klappen. Gott sei Dank, noch rechtzeitig reagiert. Wir können mich jetzt mit voller Kraft angreifen. Ich will mal gucken, wer führt hier unsere Truppen. Das ist ein neuer Befehlshaber. Ich denke, wir vertrauen aber weiter König Havel. So, mit beiden Armeen greifen wir hier die größte Bauernarmee nun an. 21 gegen 29.000 mit einem, zunächst nur leichten Vorteil für uns, aber die Ritter, die 17 Champions, die machen dann den wesentlichen Unterschied und damit ist es auch schon gelungen. Der katholische Butre-Aufstand ist niedergeschlagen. Wir können die Truppen auflösen, der Kriegerorden wurde entlassen, Fraktionen haben sich aufgelöst und wir können überlegen, was wir mit dem Anführer anstellen werden. Aber ich hatte ja schon angekündigt, die Zeit der Amnestie ist vorbei. Es wird keinen Scheiterhaufen mehr geben unter diesem König, aber eine normale, anständige Enthauptung, die wird es natürlich weiterhin geben. Ne? Die Abschaffung der Todesstrafe, das wäre doch dann etwas zu modern für ihn. Okay, Herzogtum von Nischni Nowgorod. Oh, warte mal, dieser Krieg betraf uns doch, so wie es aussieht. Da gab es irgendeine Eroberung in Ruthenien, die ich das letzte Mal einfach so ein bisschen negiert habe. Das gehört zu Nowgorod. Wir haben hier einen jungen König Mitrofan. Der Vater wäre so ein bisschen ein renitenter Typ. Wir können ihm einfach einen Gefallen tun und das erschaffen und ihm dann geben. Warum eigentlich nicht? Dann binden wir ihn auf diese Art und Weise auch an uns. Das gefällt mir ganz gut, der Gedanke. So. Titel vergeben und damit kann er jetzt machen, was er will, ihn vielleicht weitergeben oder ähnliches. Ja, und nun eine neue, ach, sind dieselben wieder, die jetzt sich wieder zusammenfinden, aber natürlich noch mit deutlich schwächerer Militärstärke. Das dürfte uns nicht nervös machen. So, hier wurde ein Krieg verloren. Der König von Moldawien hat verloren gegen einen der unseren, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die ganzen Herzogtümer. Kennt ja. Nee, das ist keiner von uns. Was erzähle ich da? Da unten. Moldawien hatte nämlich hier tatsächlich Land. Das wurde jetzt dort erobert. Oder es war ein Unabhängigkeitskrieg. Nicht ganz klar. Nachbar greift ein. Es geht um eine Grafschaft in Serbien. Und Baron Celestinus ist weiter beeinflusst und inzwischen nun. Oh.
Okay, er nutzt den neuen Glauben auch auf wunderbare Art und Weise aus. Er hat sich nämlich gleich eine 25-Jährige hier zur Frau geholt. Dieser Schlawiner, dieser alte Papst, 64 ist er. Mit seinem ganzen Geld sitzt er nun in Ratzeburg mit einer jungen Frau und ja. Also ich glaube, für ihn ist die Sache, wie ich finde, noch mal ganz gut ausgegangen, oder? Wenn das die restlichen Christen wüssten, was da los ist. Ich glaube, dann würden sie auch alle konvertieren. Gut, wir geben das komplett auf. Die Sache ist auch zu einem, ja, man kann es so sagen, zu einem guten Ende gekommen. Mit dem Papst. Schon ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte. Okay, der 1. Januar 1452 ist erreicht. Wir machen hier noch ein bisschen weiter mit unserem Verwaltungsschwerpunkt und gehen ja auf organisierte Stammrollen, auch wenn wir das nun wahrlich nicht mehr brauchen werden. Aber es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir noch die beliebte Galionsfigur erreichen könnten. Das würde ganz gut zu ihm passen, auch wenn er immer noch so traurig reinblickt. Okay. Nachbar wird angegriffen. König von Serbien. Es geht wieder um irgendeine Grafschaft in Serbien. Irgendeiner von uns greift mit ein, aber das ist alles nicht sonderlich wichtig. Unser Ratsmitglied Matthäus ist verstorben. An der Fettleibigkeit. Das ist etwas, was uns nach wie vor noch drohen könnte. Unsere Gesundheit ist schlecht. Ja. Also, wer weiß, ob unser König überhaupt das Ende hier erlebt oder ob wir noch einen neuen König erleben und dann die testamentarische Frage sich dann tatsächlich noch stellt. Okay, so, was wollte ich jetzt? Ach ja. Nee, warte mal, Matthäus war gar nicht in unserem Rat. Doch, Halina ist jetzt hier neu dazugekommen. Eine Ratspredigerin. Und wisst ihr was? Wir verstehen uns jetzt mit Celestinus so gut. Ich würde sagen, ihn holen wir irgendwie, weil, ich weiß auch nicht, er ist der Einzige, mit dem wir uns jetzt vielleicht noch überhaupt befassen wollen. Ja, er kommt in den Rat. Der alte Papst kommt zu uns in den Rat, weil auf ihn war unser ganzes Leben fixiert. Und ja, wir sind, wie gesagt, in so ein Loch gefallen. Und das sind die einzigen tröstenden Gespräche, die unser Großkönig noch hat mit diesem Mann, weil das ihn an seine alte, eigentliche oder ursprüngliche Aufgabe erinnert. Ein bisschen tragischer Fall, unser Großkönig. Weil jetzt wäre der Moment, wo er sein eigenes Leben führen könnte. Und er tut es nicht. Sowas soll es geben. So, Sambor wird erwachsen. Der sieht ein bisschen ungestaltig aus. Oh, der ist besessen. Vielleicht sieht man ihm das schon an. Ich dachte, er hätte einen Puckel, hat er aber nicht. Okay, Prinz Sambor, 16. Auch er hat noch keine Frau. Und hier müssen wir jetzt mal stark überlegen, was würde er jetzt eigentlich rein erbrechtlich erhalten? Warte, warte, warte. Da muss ich kurz mal nachschauen. Sambor ist Nummer 1, Nummer 2. Sambor ist Nummer 3. Das heißt, Sambor würde eigentlich das Königreich Italien erhalten. Das ist ein bisschen kritisch, die Sache, weil das Herzogtum der Lombardei ja im Besitz des ersten Sohnes ist. Das haben wir damals gemacht, als wir noch nicht wussten, dass wir noch weitere Söhne erhalten werden. Sonst hätte ich das so nicht getan. Es ist nicht ganz schlimm für die Gesamtlage, so sage ich jetzt mal, weil wenn er Großkönig wird, könnte er das testamentarisch umsetzen, indem er das Herzogtum einfach dann weitergibt, während er hier oben die Herzogtümer erhält. Aber ihn jetzt hier zum König über seinen Bruder zu machen, der der Haupterbe ist, erscheint mir auch fragwürdig. Gibt es eine Universität, eine Grafschaft, die in Italien liegt, die wir besitzen, die wir ihm übergeben können? Wir haben nämlich auch daran kein riesiges Interesse mehr. Wir gucken mal kurz. Wir haben Bologna. Bologna liegt aber in Romagna. Wir haben Siena. Siena ist Teil von Italien. Das würde gehen. Und wir haben Padua. Padua ist Teil von Venedig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir ihn zum Grafen von Siena.
damit er immerhin schon was hat und dort kann er sich dann auch wie sein Bruder eine eigene Frau suchen. Titel vergeben, Graf von Siena. Und später könnte er der König von Italien werden und der Herzog hier der Lombardei. Okay. Interessanterweise ist er besessen, allerdings auch hochgebildet, nicht wahr? So, Heirat erlauben ist angehakt. Sehr gut. Okay, der Orden wurde von Scheich Saba, der allerdings katholisch ist, gerufen. Auch ganz lustig. Nachbar greift ein. Religionskrieg um das Herzogtum Kasan. Ist aber auch weit von uns entfernt. Freiheitsfraktion hat sich aufgelöst. Welche Fraktionen gibt es derzeit noch? Es gibt wieder eine Unabhängigkeitsfraktion. Ah, das sind die ganzen Bürgermeister, die nicht kapiert haben, unter welcher wunderbaren Führung sie doch leben. Ansprüche auf Yassi. Ah, Graf Ogenen, Grafschaft von Yassi, als ob uns irgendeine Grafschaft hier noch interessieren würde. Okay, hier wird... Oh, das ist ein größerer Krieg. Frankreich wird angegriffen vom Herzog von Ostfranken. Es geht um das Herzogtum von Schwaben. Vermutlich dieses Gebiet hier, ne? Aber die Franzosen sind stark, sind mit eines der stärksten Mächte hier. 28.000. Er hat es aber auch stark. Wo hat er die ganzen Truppen her? Na gut, ein paar Verbündete. Aber das ist offenbar ein mannstarkes Gebiet und Leute. Oh mein Gott, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich dachte 1. Januar 1454, aber nein. Das Ende ist erreicht. Ganz undramatisch. Oha, oha, oha. Ha, Leute, es ist zu Ende. Es ist irgendwie einerseits mit einem schön dramatischen Ende zu Ende, aber andererseits schaut ihn euch an. Großkönig Ludwig, auch ganz bezeichnend, dass es auf diese Art und Weise melancholisch zu Ende geht. Man könnte selbst auch ein bisschen melancholisch werden, angesichts dessen, dass diese lange, interessante, abwechslungsreiche Geschichte uns jetzt hier 1,5 Jahre lang gemeinsam begleitet hat und das Ganze nun vorbei ist und wir die Krutois verlassen werden. Ja, das werden wir nun unwiderruflich. Ich würde ja eigentlich gerne nochmal auf die Karte schauen. Vielleicht kann ich das noch machen, wenn ich nochmal neu lade, um noch ein paar Dinge ein bisschen näher zu betrachten. Ich glaube, das machen wir mal. Wir schließen uns zum Menü. Kommen wir dann zum Hauptmenü. Wir können uns hier nochmal die Abstammung anzeigen. Okay, wir können hier nochmal einen Blick auf alle werfen. Das will ich aber vielleicht noch in einem kleinen, gesonderten Video machen. Dazu sage ich vielleicht direkt nochmal was. Es wurde mehrfach gebeten in den Kommentaren, ob ich nicht irgendwie eine abschließende große Chronik veröffentlichen könnte über alle Krutois und ihre Errungenschaften. Aber liebe Leute, auch für mich liegt der Anfang weit zurück und die Erinnerung ist sehr, ja, nicht gerade prächtig. Ich glaube, manche, die jetzt... sag ich mal, noch nicht so lange dabei sind und ziemlich schnell das durchgeschaut haben, die werden viel mehr wissen als ich selbst. Und das zu recherchieren über mehr als 200 Folgen ist eine unfassbare Arbeit, die ich nicht leisten kann. Aber was ich machen will, ich versuche noch so eine kleine Ahnengalerie zu zeigen, alle nochmal ins Bild zu setzen und kurz an sie zu erinnern. Insofern werde ich jetzt hier nichts zu den einzelnen Königen sagen. Wir haben sie einmal noch gesehen. Mehr gibt es hier tatsächlich aber auch nicht zu sehen. Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt und werde hier gleich nochmal den Spielstand laden, damit wir uns nochmal die Endkarte anschauen können. Ja, und das ist der letzte Autosave, den ich laden kann. Das ist quasi ein Jahr vor Spielende. Und was sehen wir? Wir sehen ein riesiges, großkrotonisches Reich und ich stelle mir das vor, eigentlich, dass es jetzt sowas wie eine Pax Crotonia gibt, in Europa zumindest. Das heißt, eine extrem dominierende Großmacht, die keine Konkurrenz hat, so wie einst vielleicht in der Antike das Römische Reich und dadurch über Krieg und Frieden bestimmen konnte, frei. Und wer sich unterwarf, wer sich dieser
diesem Frieden gewissermaßen unterworfen hatte. Der lebte dann auch in einem gewissen Schutz, in einem Rechtsraum. Und so kann man vielleicht jetzt die Lage so definieren. Also, wer hier Krieg führt in Europa, der muss immer fürchten, dass Crotonia eingreift, auf welche Seite auch immer. Und insofern gibt es vielleicht gar kein so großes Interesse mehr, Krieg zu führen. So stelle ich mir die Zukunft vor. Eine große, friedliche Zukunft hier im großkrotonischen Europa. Wir gucken uns einfach noch ein paar Karten an, ohne jetzt ganz konkret jetzt nochmal die einzelnen Länder durchzugehen. Was man ja auf den ersten Blick sieht, dass es keine wirkliche Großmacht gibt. Alles hat sich ja relativ so in Mittelmächte aufgespalten, die mal stärker und mal schwächer sind. Aber da gibt es nichts, was wirklich hervorsticht. Flächenmäßig hier und da schon, aber dahinter steht auch keine wirkliche Macht. Eben 15.000 oder hier, das sind ja auch Wüstengebiete, ja, mit 22.000 mal. Das ist das höchste der Gefühle, was hier vermutlich erreicht wird, von den Franzosen mit 30.000. Okay, was vielleicht interessant ist, sich nochmal die Glaubenskarte anzuschauen. Und wir sehen, dass, ja, dass Europa so dreigeteilt ist. Also, was, naja, man könnte es auch sagen, viergeteilt ist. Der muslimische Glaube ist natürlich auch noch in Iberien aktiv, aber sonst im Rest dreigeteilt und zwar ungefähr gleich. Also, der katholische Glaube hier noch über Großbritannien, Mitteleuropa, Italien bis nach Kleinasien wirksam. Der orthodoxe Glaube erstaunlich stark. Aufgrund der Tatsache, dass Frankreich diesen relativ früh angenommen hat. Und hier gab es unsererseits keine weiteren Invasionen mehr. Dann natürlich der slowianskanische Glaube in unserem Gebiet weitestgehend durchgesetzt, zumindest was Mitteleuropa betrifft. Italien natürlich noch nicht, auch wenn erste kleine Grafschaften übergewechselt sind. Bemerkenswert, dass bis zum Ende die Adamiten nun in Irland ihre Heimat gefunden haben. Sie waren ja lange Zeit hier in unseren Gebieten aktiv, aber sie sind dann irgendwie übergesiedelt. Und es gibt auch noch lulardische Gebiete, auch das vielleicht noch von Interesse. Ja. Also wen der Rest interessiert, das können wir uns auch einmal angucken. Das soweit zum Glauben. Zu den Kulturen. Das ist, glaube ich, relativ unspektakulär. Das Polabische war ja unsere Kernkultur, die sich aber dann auch wirklich nur in unserem Kernkönigreich dann ausgebreitet und etabliert hat. Der Rest ist im Wesentlichen so geblieben, wie man es vermutet. Da gibt es, glaube ich, jetzt wenige Überraschungen. Ja, hier ist mal ein bisschen Polabisch eingezogen, aber im Wesentlichen ist es das. Was können wir uns noch anschauen? Die Häuser sind unspektakulär. Das sind natürlich die Krutois. Wir können hier nochmal auf die Regierung gucken. Das ist ganz interessant. Das Feudalwesen hat sich natürlich überall weitestgehend durchgesetzt. Ein paar kleine Clans haben überlebt hier und da. Was ich ja auch nochmal gucken wollte. Was ist eigentlich in Island los? Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Aber das ist tatsächlich nochmal interessant. Island ist ja unabhängig seit Ewigkeiten, glaube ich, nicht wahr? Okay, die haben tatsächlich die nordische Kultur bewahrt und sind katholisch. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Die waren komplett aus dem Fokus Titelgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob man sehen kann, wann die mal nicht unabhängig waren. Müsste man vielleicht auf die einzelnen Charaktere schauen. Aber möglicherweise waren sie auch die ganze Zeit unabhängig. Wir kehren nochmal zurück zu den Regierungen. Ja, was hübsch zu sehen ist, dass hier die Republiken entstanden sind. Das ist nun Sache unseres letzten Großkönigs gewesen, dass er das etabliert hat. Und es bleibt abzuwarten, ob das dann ein Erfolg wird. Wir sehen tatsächlich hier auch noch vereinzelte Theokratien. Fürstbistümer, die jetzt natürlich da, wo nun der Papst weg ist, vielleicht so ein bisschen Morgenluft wittern. Vielleicht macht sich der ein oder andere auch zum neuen Kleinpapst. Das Letzte, was wir uns anschauen können, ist die Entwicklung. Ganz interessant, man sieht so die Entwicklungszentren. Natürlich hier schwerpunktmäßig Italien. Wir haben hier zuletzt einiges getan, aber über 67 sind wir
in unserer Hauptstadt nicht gekommen. Kein Vergleich zu dem, was hier Köln erreicht hat mit 90. Oder hier auch im Süden von Spanien mit weit über 90, 94, ganz interessant. Noch mehr als in Rom, also hier eine interessante Entwicklung. Dann Konstantinopel natürlich hier historisch bedingt ein Zentrum. Und interessanterweise auch Novgorod relativ stark. Wobei, gut, es ist nicht so stark wie dieses Gebiet, wie unsere Hauptstadt. Aber es ragt natürlich als Leuchtturm hier aus diesen unzivilisierten Wäldern heraus. Und in Südengland, um London herum, da gibt es auch noch einen Entwicklungsschwerpunkt. Aber auch da würde ich mal sagen, eher wenig überraschend und so richtig irgendwie eine krass unterschiedliche Entwicklung konnte man hier gar nicht erreichen oder haben wir nicht erreicht, war auch nicht unser Schwerpunkt. Hier hat sich mit Sicherheit etwas mehr entwickelt, als es historisch der Fall war. Wir gucken nochmal über den Rest der Welt, aber auch da ist, glaube ich, nichts Überraschendes dabei. Ja, soweit zu diesen verschiedenen Kartenmodi. Wir gucken nochmal ganz kurz hier in die Dynastie rein. Oh, wir hatten... Nee, das Vermächtnis hätten wir nicht erreicht. Das ist hier nur was anderes. Ja, doch, warte mal. Nee, Prachtstufe wäre es nur. Nee, hier, da sind wir noch lange von weg. Aber 947 lebende Mitglieder der Dynastie. Das ist schon bemerkenswert, würde ich mal sagen. 55 Häuser, die sich gebildet haben. Wobei, da haben wir auch ein bisschen Schuld, in Anführungsstrichen, weil wir häufig innerhalb der Dynastie matrilinear verheiratet haben. Aber auch das jetzt nicht sehr spektakulär, sich das im Einzelnen anzuschauen. Okay, liebe Leute, ich werde dieses Savegame hier, ja, das wird es vermutlich sein, dieser Autosave vom 1. Januar 1452, also ein Jahr vor Schluss, werde ich hochladen. Könnt ihr euch gerne runterladen, wenn ihr damit irgendwas anstellen wollt. Keine Ahnung, irgendwie in den Endlos-Modus wechseln oder das mit in EU4 konvertieren. Darauf habe ich persönlich gar keine Lust, gar kein Interesse daran, an so einer ahistorischen Ausgangslage in EU4. Aber vielleicht will jemand das gerne machen. Aber ihr müsst natürlich bedenken, dieser Spielstand lässt sich zumindest bei CK3 dann nur noch mit dem alten Patch-Stand spielen oder anschauen. Da müsste man also zurückpatchen und außerdem könnte es Probleme geben, wenn ihr nicht die Mods habt. Wobei, kann sein, dass das auch ohne Mods dann noch funktioniert. Ja, also wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ich will ansonsten jetzt keine riesige Schlussrede halten, wobei ich habe schon einiges gesagt. Aber jetzt mal zum Projekt selbst will ich gar nicht so viel sagen. Es ist die dritte große Dynastie, die ich hier, oder die wir gemeinsam mit Crusader Kings erlebt haben. Nach den Morebis, nach den Hedes, nun die Krutois. Ja, und das ist natürlich immer was Besonderes, wenn gerade so eine lange Serie zurückgeht. Dies ist in anderer Hinsicht nochmal zusätzlich was Besonderes, denn es ist das am meisten geschaute Let's Play überhaupt, das ich jemals gemacht habe. Wahnsinn, vielen Dank dafür, dass ihr bis zum Ende, viele von euch, tausende von euch, so treu dabei geblieben seid. An sich ist mir das gar nicht so wichtig, diese Zahlen, weil ich würde es auch machen, wenn es jetzt nur halb so viel geschaut wird. Das ist gar nicht so der entscheidende Punkt. Aber was mich daran wirklich freut, ist, dass man sieht, dass in Zeiten, ich sag mal, wo Streaming eigentlich das Nonplusultra zu sein scheint, mache ich ja auch gerne, wo aber viele große Content-Creator nur noch streamen, dieses eigentlich ja so ein bisschen, ja, 10 Jahre aus der Zeit gefallen scheint. Die Zeit dieser Let's Plays, meint man, ist eigentlich vorbei. Aber ich glaube nicht, denn diese Form ist eigentlich, also die wir hier betrieben haben, über so einen langen Zeitraum sowas so konzentriert zu verfolgen, das ist im Stream gar nicht möglich, geht eigentlich nur in diesem Format. Und es freut mich sehr, dass es definitiv eine riesige Nachfrage offenbar noch gibt nach dieser Art von Geschichten. Ja, das bestärkt mich, das auch weiterhin zu betreiben und nicht, wie viele andere auch, nur noch zu streamen, auch wenn ich das, wie gesagt, sehr, sehr gerne mache. Aber das freut mich besonders, dass das Format auch noch so funktioniert und die Aufmerksamkeit auch weiterhin da ist für solche Dinge. Schön. Ja, jetzt bin ich allerdings wirklich froh, dass Royal Court erscheinen wird und ich habe ja angekündigt, es wird damit relativ nahtlos weitergehen. Einfach deshalb, weil man gemerkt hat, dass es Phasen gibt, wo man wirklich wenig rollenspielerisch zu tun hat. Es ging immer noch ganz gut. Also
besser, als ich zwischenzeitlich dachte, angesichts dessen, dass man außer Krieg führen manchmal gar nichts tun kann. Da bin ich sehr froh, dass mit Royal Court jetzt gerade so viel Neues, rollenspielerisch Interessantes auch dazu kommt. Und bin sehr gespannt und auch ein bisschen nervös, weil natürlich die Erwartungen dann immer groß sind und das Ganze kann, so ein Projekt kann auch schief gehen oder langweilig werden, wenn man lange keinen Herrscher hat, der irgendwie interessant ist oder wo es dann scheinbar nicht vorankommt, wo man ganz klein bleibt, ist ja alles möglich. Also mal sehen, was das nächste Projekt uns bringen wird. Also ich sag nochmal Dankeschön an euch. Wie gesagt, es gibt vielleicht noch einen kleinen Nachklapp, so eine kleine Ahnengalerie und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Projekt hier mit Crusader Kings 3. Also bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.